Ich bin in Bamberg auf dem Campingplatz eingerückt. Moin, liebe Leute. Ich stehe hier direkt an der Saale, am Saale-Campo Bernburg. Bin hier auf dem Campingplatz. Und hier habe ich jetzt Ladegerät ans Auto gehangen, damit auch mal meine Aufbaubatterien voll, wieder richtig voll werden. Weil die waren ziemlich weit am Anschlag runter. Und ich bin ja jetzt auch keine, was weiß ich, 5 Stunden am Stück gefahren, sondern immer bloß mal kurze Stücke. Da reicht die Ladung nie, um mal wieder richtig voll zu werden. Der Kühlschrank läuft und meine Fußbodenheizung. Und da habe ich hier 11,5 Ampere jetzt, die laufen. Aber schön warm an die Füße. Hab ja die Kühlbox eigentlich immer hier laufen. Kann sozusagen auch ungeplant mal irgendwo übernachten und habe trotzdem noch was zum Frühstück. Wobei zum Frühstück habe ich dann bloß entweder ich hole mir noch was oder ich habe noch eine Büchse Brot. Campingplatz ist schön hier. Wie gesagt, direkt an der Saale gelegen. Und da haben sie hier verschiedene Preiskategorien. Die erste Reihe direkt an der Saale, die kostet 2 Euro mehr die Nacht oder 3 Euro sogar. Und die zweite, dritte, vierte Reihe hier sind dann alle gleich. Aber ich muss nicht direkt da vorne am Wasser stehen. Schön gar nicht, weil gar kein Badewetter ist heute. Sonst ist es ja schön, wenn du aus dem Auto fällst und gleich hier irgendwo in den Fluss oder so. Ja, bin gerade dabei, mir meine Route zusammenzustellen. Ich will nach Plötzkau, beziehungsweise nie unbedingt, ich will Barkesch suchen und Richtung Plötzkau laufen. Gibt ja ein paar gestrickte Verkehrszeichen schon. Also ich habe da hinten einen Baum gefunden, da wird er aller Wahrscheinlichkeit nach gelegen haben. Da liegen auch noch ein paar Steine, so als wenn da ein Cache versteckt war. Aber es lag nichts da. Oh, mir juckt's überall, Haufen Spinnweben am Kopf. Na gut, gehen wir weiter.
frisch gepflügtes Feld. Und hier ist scheinbar einer unter den Pflug geraten. Ganz schön belastend, die ganzen Fäden überall hier. Jetzt habe ich ja auch noch einen hier am Rucksack. Ständig welche im Gesicht. Aber das scheint von irgendwelchen Bäumen zu kommen. Weil ich kenne das doch, eigentlich kommt das doch von so Spinnen, die sich auf diese Art und Weise weiter fortbewegen. Gerade hier Sommer. Daher ja auch der Name Altweibersommer. Aber das juckt ständig, weil du die ins Gesicht kriegst, in die Haare kriegst. Belastend. Hier kommt das Schiff. Jetzt ziehe ich schon wieder so einen riesen Faden hinter mir her. Das ist belastend. Und ständig im Gesicht. Ja, ich hatte mir drei Semmeln vom Rücken geholt, weil ich keine Lust hatte, vom Frühstück zum Bäcker zu fahren oder zu gehen oder was auch immer. Und gerade hat der Campingplatz wieder Pluspunkte gemacht bei mir. Hat sie gerade bei mir ans Auto geklopft, ob sie mir morgen Brötchen mitbringen soll. Weil ich hatte gefragt, ob ich bestellen muss hier oder ob die früh welche haben. Jedenfalls hatte die gesagt, außerhalb der Saison machen die das nie. Ne, jedenfalls hat sie vorhin gefragt, ob ich Brötchen haben will morgen. Und da habe ich mir morgen zum Frühstück welche bestellt. Und da esse ich jetzt die ich mir eigentlich für morgen früh geholt habe. Mit ihren Brötchen hat sie jetzt die Minuspunkte, die ich gestern hatte, wieder wettgemacht. Ich war nämlich duschen. Auf den wenigsten Campingplätzen noch üblich, dass man Duschmorgen braucht. Aber gut, die hatte auch gesagt, die gehen lange bei denen. Und ich brauche eigentlich, mir hat das Wasser mit dem Duschmorgen eigentlich bis jetzt auf jeden Campingplatz gereicht. Ich mache mich nass, seife mich ein und ich spüle mich wieder ab, da bin ich fertig. Mehr brauche ich nie. Wenn ich länger ins Wasser will, lege ich mich in die Badewanne. Da kann ich gut und gerne 2 Stunden liegen und dazu einen Film gucken oder ein Buch lesen. Ein Bierchen dazu.
Badewanne und richtig schön abschalten und 2 Stunden mal gar nichts machen. Duschen geht bei mir ruckzuck. Ich stand nun in der Dusche, Duschmarke eingeworfen, Wasser ging an, abgedreht, mich eingeseift, Dusche wieder aufgedreht, mich abgespült, Haare noch gewaschen. Eigentlich ganz normal geduscht, nicht gemacht. Plötzlich geht's Licht aus und das Wasser aus. Okay, alles kein Problem, ist ja Bewegungsmelder. Mal kurz Türe aufgemacht, vom Bewegungsmelder mit der Hand rumgefuchtelt und Licht ging wieder an. Aber Wasser war weg, Duschmarke war weg. Schöne Verarschung. Bin in Magdeburg angekommen. Ich hatte mir heute früh überlegt, ich fahre zum Schiffshebewerk. Gibt es ja hier in Magdeburg das zweitgrößte, zumindest von Deutschland. Und jetzt bin ich auf dem Weg hierher. Da sah ich ein paar alte Autos, Maschinen draußen stehen. Und da haben die hier ein Technikmuseum. Das werde ich mir zuerst mal angucken. Und wenn es dann noch nie dunkel wird, gehe ich heute Abend mir noch das Schiffshebewerk angucken. Ansonsten suche ich dort oben in der Nähe erstmal einen Schlafplatz. Was ich zu essen habe und so, habe ich alles jetzt da. Ich habe mir gerade noch ein paar Semmeln geholt. Gehen wir erstmal rein.
Ohne Feuerung, hier wurde nur halt so Dampf eingefüllt. Gefeuert wurde im Heizhaus oder speziellen Kesselräumen. Ich muss sagen, Technikmuseum Magdeburg ist wirklich ganz interessant. Die haben hier eine große alte Werkhalle. Haben aus vielen Bereichen, was jetzt Akku leer, du bist doch blöder. Ja, Technikmuseum Magdeburg ist eigentlich ganz interessant. Die haben hier eine große Werkhalle und haben, ich sag mal, aus allen möglichen Bereichen verschiedene Exponate, viele Dampfmaschinen, alte Metallbearbeitungen, Maschinen, kurze Überschau zur Flugtechnik, zur Raketentechnik. Die haben ja in den 30er Jahren hier schon in Magdeburg geforscht und probiert. Doch, man kann, ich weiß gar nicht, wann ich rein bin, halb eins, glaube ich. Mittlerweile ist es um drei, also 3 Stunden war ich und die halb vier.